Hallo und herzlich willkommen. Diese Schönheit hier ist die portugiesische Galeere und zählt zu den giftigsten Tieren der Welt. Man findet sie vor allem im Pazifik, kommt jedoch auch in Teilen des Atlantiks vor. Sie ähnelt stark einer Qualle, vor allem durch die Gasblase, die sie über Wasser hält, ist allerdings etwas ganz anderes. Und zwar nicht mal ein einziges Tier, sondern eine Kolonie aus verschiedenen voneinander abhängigen Einzellebewesen. Sie kann verschiedene Formen und Farben haben. Die Blase lässt sich vom Wind treiben und bei ungünstigen Wetterbedingungen kommt es mal vor, dass sie an einem Strand landet. Wenn es einmal dazu kommen sollte, dass ihr so etwas am Strand seht, kommt nicht auf die Idee, es anzufassen. Beim Kontakt mit ihren bis zu 30 Meter langen Fangfäden werden sehr starke Schmerzen und Entzündungen ausgelöst. Optisch erinnern die Wunden an Peitschenschläge und können mehrere Tage noch auf der Haut zu sehen sein. Im schlimmsten Fall kommt es bei kranken Menschen oder Allergikern durch den Kontakt sogar zu Atembeschwerden bis zum Atem- oder Herzstillstand. Am Strand verenden die Tiere bei hohen Temperaturen durch Vertrocknen, doch sogar dann sind sie noch giftig. Rennt also am liebsten so schnell wie möglich davon, wenn ihr so eins mal sehen solltet. Nein, Spaß, kleine Übertreibung, aber lasst die Finger davon und bewegt diese stattdessen in Richtung Abonnieren. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal auf unserem Kanal seid, hier noch einige andere Videos, in die ihr gerne reinschauen könnt.